Seid gegrüßt, Abenteurer. In diesem Video dreht sich alles um das jüngst auf den Markt gekommene Samsung S21 Plus 5G. Wir haben das neue Smartphone 3 Wochen im täglichen Einsatz gehabt und genauestens unter die Lupe genommen. Wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt, dann liked das Video oder schreibt uns euer Feedback in die Kommentare. Einen ausführlichen Testbericht findet ihr ebenfalls auf unserer Homepage testventure.de. Links wie immer unten in der Beschreibung. Die S21-Serie von Samsung besteht aus 3 verschiedenen Modellen. Das normale S21, das S21 Plus und das S21 Ultra. Die S21 Plus Variante liegt bei einem UVP um die 1000 Euro. Preislich sind die S21 Modelle allerdings schon gesunken. Für um die 800 Euro bist du Stand jetzt bei der Plus-Variante mit dabei. Sofern du dich für einen Kauf entscheidest, kannst du zwischen 2 Speichergrößen wählen, 128 oder 256 GB. Der Aufpreis liegt bei ca. 50 Euro. Die Farbauswahl ist aufgeteilt in Phantom Violet, Black, Silver, Gold und Red. So viel vorab zur Einordnung des S21 Plus Smartphones. Der Lieferumfang ist schnell erledigt. Smartphone, USB-C auf USB-C Ladekabel und ein SIM-Tool sind enthalten. Beipackzettel nicht zu vergessen. Leider hat Samsung im Vergleich zur S20-Serie das Netzteil aus dem Lieferumfang gestrichen. Für uns unverständlich, denn das sollte zum Standard gehören. Verarbeitung und Bedienung. Die Verarbeitung ist wie von Samsung gewohnt sehr gut. Bei einem solch stolzen Preis sollte es bei einem derartigen Flaggschiff auch nicht anders sein. Das S21 Smartphone ist mit einer Größe von 161 x 75,6 x 7,8 mm und einem Gewicht von 200 Gramm ordentlich groß, aber dabei nicht zu schwer. Auf der Vorderseite haben wir ein 6,7 Zoll Full HD Plus Dynamic AMOLED Display. Eine Kratzfestigkeit ist durch das Gorilla Glass 7 Victus gegeben. Hinten befindet sich die Triple-Kamera, die durch ihre Größe haptisch etwas heraussteht. Umfasst wird die Kamera durch ein Metallgehäuse. An der rechten Seite befindet sich wie gewohnt der An- und Ausknopf und der gerade ebenso noch zu erreichende Lautstärkeregler. Ansonsten bietet das S21 Plus Smartphone noch einen SIM-Kartenslot, den USB-C Ladeanschluss, das Mikrofon und die Lautsprecher, welche sowohl oben als auch unten verbaut wurden, für ein tolles Stereoerlebnis. Das Swipen durch das Menü der Apps oder das Surfen im Internet funktioniert in einer Wahnsinnsschnelligkeit und Präzision. Bei der Smartphone-Größe dafür einige der Einhandmodus nicht fehlen. Dieser kann in den Einstellungen aktiviert werden, ebenso der beliebte Always-On-Display. Display. Wir haben ein 21:9 Format, welches schon seit längerem bei den Smartphones im Trend liegt. Auflösung liegt bei 2400x1080, sprich dem sogenannten Full HD Plus. Zum Vorgängermodell, dem S20 Plus, haben wir ein kleines Downgrade, welches optisch allerdings kaum einen Unterschied macht, aber den Akku im Umkehrschluss schont. Das Display ist dynamisch und kann eine Frequenz bis zu stolzen 120 Hz wiedergeben. Dabei entscheidet das S21 Plus selbst, wann welche Herzzahl vonnöten ist. Hier wird eine Menge Energie eingespart. Helligkeit und Kontrast sehen beim Spielen oder Filme schauen sehr gut aus. Ja, der schwarze Rahmen ist uns aufgefallen, aber den finden wir nicht weiter schlimm. Für die smarten User unter euch, ihr könnt wie gewohnt mit dem Ultraschall-Fingerabdrucksensor euer Smartphone entsperren. Dieser liegt in Daumenreichweite mittig unter dem Display und tut, was er soll. Performance. Das Samsung S21 Smartphone bringt so gut wie alles mit, was man sich wünschen kann. Fast. Zu dem extrem schnellen 8-Core Exynos 2100 Chip gesellen sich 8 GB Arbeitsspeicher. Die aktuelle Android 11 Version ist ebenfalls vorhanden, Wi-Fi 6, NFC, Bluetooth 5.1 oder die 5G Connection dürfen nicht fehlen. Was sich Samsung aber anscheinend von Apple abgeschaut hat, ist der fehlende SD-Kartenslot. Die Speicherkapazität kann nicht erweitert werden. Du musst dich aktiv beim Kauf entscheiden, 128 oder 256 GB. Ja, uncool. Aber abgesehen davon rennt die Kiste abnormal schnell.
Wir haben zu der alltäglichen Nutzung wie beispielsweise dem Surfen im Netz auch durchaus größere Spiele oder Apps getestet. Wir konnten in unserem dreiwöchigen Testlauf keine Probleme oder Ruckler feststellen. Von der Performance her ist das S21 Plus einfach Spitzenklasse. Solltest du aber auf der Suche nach dem Haar in der Suppe sein, dann wäre es eventuell, vielleicht oder möglicherweise die Wärme auf der Rückseite, die entsteht bei hoher Auslastung über längere Zeit. Wir haben natürlich auch einen Benchmark-Test durchlaufen lassen und die Werte können sich sehen lassen. 5.917 Punkte und im Schnitt besser als 92% aller auf dem Markt verfügbaren Smartphones. Natürlich sind die Werte immer mit Vorsicht zu genießen, bilden aber zumindest einen Vergleichswert ab. S21, S21 Plus oder S21 Ultra? Für welches würdest du dich entscheiden? Oder doch ein ganz anderes Modell? Schreib uns deine Meinung in die Kommentare. Kamera. Für viele, mich eingeschlossen, sind die Kameras extrem wichtig. Vorweg, die Kameras des S21 und der Plus-Variante entscheiden sich in diesem Jahr nicht. Einzig das S21 Ultra hat nochmal ein Upgrade bekommen. Zurück zum S21 Plus. Die Haupt- und Zweitkamera besitzen ein Ultraweitwinkel- und Weitwinkelobjektiv mit jeweils 12 Megapixeln. Mit der Drittkamera kommst du ganz nah ran ans Fotoobjekt. Hierfür hat Samsung ein 64-Megapixel-Teleobjektiv verbaut. Eingeblendet seht ihr einige unserer Schnappschüsse mit den verschiedenen Linsen. Meine Lieblingsfunktionen sind sicherlich der Pro-, Porträt-, Zeitlupen- und der Nachtmodus. Die Kameras sind recht lichtstark und können auch bei mäßigem Licht gute Bilder erzeugen. Im Videosektor könnt ihr 8K-Aufnahmen mit 24 Frames drehen. Kann sicherlich kaum einer zu Hause in voller Qualität anschauen, aber schier nach dem Motto, wer kann, der kann. 4K-Videos mit 30 oder 60 Frames reichen vollkommen aus und liefern ein Top-Ergebnis. Aufgefallen ist uns die etwas übertriebene Sättigung der Farben. Ein blauer Himmel sieht schnell etwas künstlich aus. Auf der anderen Seite gefällt uns die Bildstabilisierung erstaunlich gut. Für Vlogs oder Livestreams im Freien bietet das Samsung S21 Plus perfekte Voraussetzungen. Wir würden die Kameras von der Qualität her als High-End einstufen. Aber besser geht immer. Akku. Der Akku ist ebenfalls ein wichtiger Baustein. Mit 4800 mAh ist der Akku relativ stark, aber die Leistung fordert auch eine Menge Energie. Ich hatte keine Probleme mit dem Akku über den Tag zu kommen. Auch mit der ein oder anderen Runde League of Legends oder einer Folge meiner Netflix-Serie. Vollständig laden kannst du das Smartphone mit 25 Watt über USB-C innerhalb von 1,5 Stunden. Über Wireless Charging dauert das Ganze etwas länger mit maximal 15 Watt. Fazit: Fassen wir unsere Eindrücke zusammen, kommen wir auf ein starkes Ergebnis in Bezug auf die Leistung. Das S21 Plus gehört zu den Spitzenmodellen und strotzt nur so vor Power. Schauen wir uns aber den Preis an, sind wir nicht mehr ganz so zufrieden. Nicht nur, dass es keinen Micro-SD-Karten-Slot mehr gibt oder eine Kopfhörerbuchse, ebenso gibt es im Vergleich zum Vorgängermodell, dem S20 Plus, keine WQHD-Auflösung mehr. Auch wenn der Unterschied kaum bemerkbar ist und die 120 Hertz smooth sind, ist es dennoch ein Downgrade, welches auf der anderen Seite den Akku schonen soll.
Wir sind der Meinung, dass S21 Plus hat seine Berechtigung. Überzeugt haben uns zu der Leistung die Kamera, die nicht nur für den schnellen Urlaubsschnappschuss gedacht ist, sondern auch für das ein oder andere gut inszenierte Foto oder auch Video. Der Nachtmodus ist ebenso zu den anderen Kamerafeatures ein echter Mehrwert und lädt auch für Vlogs oder Livestreaming ein. Für den normalen Alltag ist das Smartphone gefühlt schon fast überproportioniert, aber das liegt an deiner persönlichen Nutzung. Wir raten das S21 Plus von Samsung mit guten 4,3 von 5 möglichen Sternen. Du bist noch kein Abenteurer? Dann schließ dich kostenlos durch ein Abo an. Wir freuen uns auf dein Feedback und das ein oder andere Like. Danke für deine Unterstützung und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Deine Test Venture Crew.